Wir feiern miteinander Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen heute am ersten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche, der heißt: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. So sagt Jesus zu seinen Jüngern und sendet sie hinaus in die Welt, um sein Wort weiterzugeben. Wir sind heute eingeladen, miteinander auf das Wort Jesu zu hören, uns aufrichten und stärken zu lassen durch sein Wort, uns vielleicht auch korrigieren zu lassen, da wo es notwendig ist, und dann selber auch hinauszugehen und sein Wort weiterzugeben und in unseren Beziehungen, in unserem Alltag zu leben. Wir dürfen Gottes Segen empfangen, und heute an diesem Sonntag, da will Gott seinen Segen, seinen ganz besonderen Segen weitergeben an drei Kinder, die heute unter uns sind mit ihren Eltern und Familien. Anouk Schultheiß, Maxi und Leo Klapper sollen heute in diesem Gottesdienst getauft werden und unter Gottes Segen gestellt werden. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu mir. Mein Name ist Cornelia Holder, ich bin Pfarrerin in Donnstetten und Westerheim. Thank you.
Wir beten gemeinsam Psalm 100. Wenn es möglich ist, dann bitte ich aufzustehen. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Gnade für und für. Lieber Gott, wir sind hier, um dir zu danken und um dich zu loben. Du siehst jeden Einzelnen von uns, egal ob wir einen schönen Pfingsturlaub, ein verregnetes Jungscharzeltlager oder eine stressige Arbeitswoche hinter uns haben. Wir danken dir, dass du uns beschützt und begleitet hast und bitten dich, dass du uns wieder mit neuer Kraft für die kommende Woche versorgst. Danke, dass Frau Pfarrerin Holder heute den Gottesdienst übernimmt. Gib ihr die richtigen Worte für unser Herz, damit wir gestärkt und ermutigt werden. Ganz besonders freuen wir uns heute darüber, dass Leo, Maxi und Anu getauft werden. Schön, dass ihre Eltern sich dafür entschieden haben, ihre Kinder segnen zu lassen. Schenke den Eltern und Paten genügend Zeit und Kraft, um sich mit den Kindern zu freuen und für sie gut sorgen zu können. Und lass ihr Verhältnis zueinander bestimmt sein von deiner Liebe. Alles, was uns persönlich beschäftigt und belastet, aber auch alles, wofür wir dankbar sind, bringen wir jetzt in der Stille vor dich. Herr, ich komme zu dir so, wie ich bin. Alles, was mich bewegt, kann ich vor dich bringen und mein Herz bei dir ausschütten. Danke, dass du meine Sorgen siehst und ich jederzeit auf dich bauen kann. Amen. Wir singen gemeinsam ein Wunschlied der Tauffamilien. Thank you.
Liebe Tauffamilien, in der Taufe gibt Gott ihren Kindern heute sein Versprechen. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde dich nie im Stich lassen. Du kannst dich auf mich verlassen. Dafür steht sein Segen, der ihren Kindern nachher zugesprochen wird. Zwischen Gott und zwischen ihren Kindern, da soll eine Vertrauensbeziehung entstehen, so wie sie zwischen ihnen als Eltern und ihren Kindern besteht. Die Kinder vertrauen darauf, dass sie sich in jeder Lage, in jeder Lebenslage auf sie als Eltern verlassen können, dass sie mit ihrer Unterstützung, ihrer Hilfe, ihrer Liebe rechnen können. Kinder, die werden mit diesem Urvertrauen ja schon geboren. Aber zu Gott muss dieses Vertrauen eben erst wachsen. Und da sind Sie als Eltern gefragt, Ihre Kinder zu begleiten, dass sie Vertrauen zu Gott gewinnen. Das geschieht, indem Sie für und mit Ihren Kindern beten, indem Sie ihnen die Geschichten von Gott und Jesus, die wir in der Bibel finden, erzählen und sie eben mit Gott und mit Jesus bekannt machen. Auch sie selber werden für sich sehr davon profitieren, wenn ihre Gottesbeziehung wächst und sie ihr Leben in allen Höhen und Tiefen in Gottes Hand geborgen wissen dürfen. Auch ihre Kirchengemeinde möchte sie da mit Angeboten für Eltern und für Kinder auf diesem Weg unterstützen und begleiten. Machen Sie sich doch gemeinsam mit Ihren Kindern auf die Suche, Gott und sein Wirken in Ihrem Leben zu entdecken. Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und an anderer Stelle spricht er, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verloren sein. Es gibt auch eine wunderschöne Geschichte im Neuen Testament, die davon erzählt, dass Jesus Kinder gesegnet hat, ihnen die Hände aufgelegt hat. Da kamen einmal Mütter mit ihren Kindern zu Jesus und baten ihn, lege doch unseren Kindern die Hände auf und segne sie. Und die Freunde von Jesus, seine Jünger, die haben diese Mütter wieder weggeschickt und gesagt, Kinder verstehen doch noch gar nichts von Jesus. Und da wurde Jesus richtig zornig. Er hat die Mütter und die Kinder wieder zu sich gerufen und gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denn gerade diesen Kleinen gehört das Reich Gottes, gehört Gottes ganze Liebe. Und wenn ihr Erwachsenen nicht wieder selber werdet wie die Kinder, so werdet auch ihr nicht in Gottes Reich hineinkommen. Und Jesus herzte die Kinder, legte die Hände auf sie und segnete sie. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum, liebe Eltern und Paten, betet auch ihr darum, dass eure Kinder einmal zu eigenem Glauben kommen mögen und sich über ihre Taufe freuen können. Bei der heiligen Taufe, da bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott. Und wir tun das, indem wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Bitte stehen Sie dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Wir litten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und jetzt wollen wir unsere drei Kinder taufen und da bitte ich Sie einfach alle gemeinsam, Sie sind ja schon ganz nah dran am Geschehen, sich hier um den Taufstein herum, Eltern und Paten und Kinder, aufzustellen. Bevor wir nun Anouk, Maxi und Leo taufen, möchte ich Ihnen als Eltern und Paten noch die beiden Tauffragen stellen. Von der Kirche berufen, frage ich euch vor Gott und vor dieser christlichen Gemeinde, wollt ihr, dass diese Kinder auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? So antwortet, ja, ich will. Ja, ich will. Seid ihr auch bereit, diese Kinder auf ihrem Weg zu einem eigenen Glauben zu begleiten, ihnen von Gott und von Jesus Christus zu erzählen, mit ihnen und für sie zu beten und mit ihnen am Leben der Kirchengemeinde teilzunehmen, so antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Gott schenke euch zum Wollen auch das Vollbringen. Ja, ich würde sagen, heute zeigen wir uns von unserer besten Seite und sagen Ladies first und wir fangen mit der Anouk an, wenn das für Sie okay ist. Okay, genau. Ja, liebe Anouk, dann darfst du herkommen. Ein bisschen hier so rüber, genau. Anouk Taya Schultheis, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Anouk, der Herr, dein Gott, wird selber mit dir gehen. Er wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Geh hinaus in dein Leben. Gottes Segen ist mit dir. Amen. Jetzt habe ich das Kerzchen schon völlig versabbert hier. Das Gelbe, Anouk, das ist für dich mit deinem Taufspruch. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, aus dem ersten Buch Mose, 28, Vers 15. Mögest du das immer erfahren in deinem Leben, dass Gott auf allen deinen Wegen bei dir ist. Das gebe ich jetzt mal Ihnen, Herr Schultheis. Ja. Und dann einer ist schon eingeschlafen und schläft. Ja, dann machen wir mit dem Leo weiter. Ja. Leo, Klapper, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Leo, so spricht der Herr, dein Gott, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich bei meiner rechten Hand. Leo, geh hinaus in dein Leben, Gottes Segen ist mit dir. Amen. So, jetzt tun wir dich auch noch ein bisschen abtrocknen, gell? Dort fast der Papa mehr abkriegt wie du, hä? Ja, Leo Klapper, dein Taufspruch heißt, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Schau mal, Leo, du kannst dich schon selber nehmen, hm? Gell? Das ist deine Karte mit dem Taufspruch. Und Maxi, gucken, ob du jetzt aufwachst. Das Wasser kommt, gell?
Maxi Klapper, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Maxi, so spricht der Herr, dein Gott. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Güte soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens wird nicht wanken. Amen. Geh hinaus in dein Leben. Gottes Segen ist mit dir. Amen. Oh je, hab ich dich aufgeweckt. Das tut mir leid. Maxi, auch dein Taufspruch, der steht in Lukas 1, Vers 28. Der Engel spricht, sei gegrüßt, Gott ist mit dir. Er hat dich zu Großem ausersehen. Zur Erinnerung an deine Taufe. Ihr wisst gerade, Ihnen, Frau Klapper. Ja, und ich möchte Ihnen noch einen Segen zusprechen. Für die Kinder beten werden wir dann nachher noch. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne euch mit allem Guten und er behüte euch vor allem Bösen. Er schenke euch Kraft, Liebe, Weisheit in der Begleitung eurer Kinder auf ihrem Weg ins Leben und auf ihrem Weg im Glauben. Gott segne euch und lasse euch zum Segen füreinander und für die Menschen werden, die euch im Leben begegnen. Amen. Jetzt dürfen Sie wieder Platz nehmen. Und die Oma von Maxi und Leo, die möchte gern noch einen kleinen Beitrag für ihre Enkelkinder machen. Machen wir schon das Mikro. Lieber Leo, lieber Maxi, ihr fragt mich bestimmt einmal, was Engel so tun. Nun, sie begleiten euch ohne zu ruhen. Sie hören euch zu und das ohne zu klagen, sind immer geduldig und stellen nie Fragen. Erscheinen gern in euch als gute Gedanken. Sie ebnen euch Wege, befreien von Schranken. Und fühlen sie in euch viel Trauer und Schmerz, dann legen sie Balsam der Liebe ins Herz. Sie wollen euch allzeit bewahren, vor Elend und Not und auch schlimmen Gefahren, euch rettende Hand sein in dunkelsten Stunden. Sie fügen zusammen, sie wirken und trennen und führen so aus, was wir Zufälle nennen. Ruft ihr sie um Hilfe, nie ist es vergebens, dann weben sie mit euch das Netz des Lebens. Zu eurer Taufe, Leo und Maxi, lassen wir eure ganze Familie für euch 3 Luftballons steigen. Den ersten für eure Wünsche, die wahr werden sollen, den zweiten für eure Sorgen, die sich in Luft auflösen sollen. Den dritten für das Glück, das wir euch beiden von Herzen wünschen. Die Steige lassen wir nachher steigen. Und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Guter Gott, der du die Kinder liebst, wir bitten dich für Anouk, für Maxi und Leo, die nun getauft sind. Lass sie stets deine Liebe spüren und viel Liebe durch die Menschen erfahren, die ihnen im Leben begegnen. Dass sie nie sagen müssen, es ist keiner da, der mich versteht und mir hilft. Schenk ihnen deinen Segen und lass sie selbst für andere ein Segen sein. Guter Gott, hilf,
dass Anouk, Maxi und Leo in deiner frohmachenden Botschaft Hilfe und Halt für ihr Leben finden, und gib, dass sie einmal in freier Entscheidung den Glauben bejahen, den die Eltern und Paten heute stellvertretend für sie bekannt haben. Wir bitten dich, liebender Gott, für die Eltern und Paten, dass sie diesen Kindern im Leben gute Vorbilder sind, dass sie stets Kraft, Mut und Fantasie finden für die Erziehung ihrer Kinder, den Mut, nötige Grenzen aufzuzeigen, sie aber auch in großer Freiheit die Möglichkeiten des Lebens entdecken zu lassen. Hilf, dass sie sich bei schwierigen Entscheidungen durch dein Wort leiten lassen und sich selbst von dir gehalten wissen. Amen. Ich möchte einfach noch mal sagen, dass wenn ihre Kinder jetzt hier in der Predigt vielleicht stinklangweilig werden sollte, was ich durchaus für möglich halte, dann dürfen sie gern ins Alban Plus rübergehen. Da gibt es einfach mehr Möglichkeiten, dann Kinder springen zu lassen und spielen zu lassen. Und sie alle dürfen jetzt wieder Platz nehmen. Und wir singen das Lied Vergiss es nie. Auch dies ein Wunsch der Taufamilien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den für den heutigen Sonntag vorgesehenen Predigttext aus dem Propheten Jeremia, Verse 16 bis 24. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel.
So spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte dieser Propheten. Mit ihrem prophetischen Gerede täuschen sie euch. Sie verkünden euch, was ihnen ihr Herz einflüstert. Nichts davon kommt aus dem Mund des Herrn. Sie beruhigen diejenigen, die mich verachten und behaupten immer und immer wieder, der Herr hat gesprochen, ihr werdet in Frieden und Sicherheit leben. Auch für jeden, der seinem sturen Herzen folgt, haben sie dieselbe Botschaft. Es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer von ihnen stand vor dem Herrn? Wer gehört zum Kreis seiner Vertrauten, sodass er sein Wort sehen und hören kann? Wer hat auf sein Wort geachtet? Wer hat es wirklich gehört? Seht her, der Sturmwind bricht los. Die Wut des Herrn wirbelt alles durcheinander und braust über die Köpfe der Frevler hinweg. Der Zorn des Herrn wird nicht aufhören zu wüten, bis er alles vollbracht hat, bis er getan hat, was sich der Herr in seinem Herzen vorgenommen hat. Wenn es soweit ist, werdet ihr das alles begreifen. Ich habe diese Propheten nicht geschickt, aber sie kommen trotzdem angelaufen. Ich habe nicht zu ihnen gesprochen, aber sie reden trotzdem prophetisch. Sie standen nicht im Kreis meiner Vertrauten, sonst könnten sie meinem Volk meine Worte verkünden. Sonst würden sie es auf den rechten Weg zurückbringen und die Leute davon abbringen, Böses zu tun. Bin ich nur ein Gott, der den Menschen nahe ist? Oder bin ich nicht auch ein Gott, der fern ist? Kann sich jemand so gut vor mir verstecken, dass ich ihn nicht sehe? Bin nicht ich es, der Himmel und Erde erfüllt? Wort des Herrn. Ja, liebe Gemeinde, man könnte ja jetzt in diesem Text verschiedene Linien herausarbeiten. Ich habe mich dafür entschieden, den letzten Vers ins Zentrum zu stellen. So stellt sich Gott durch den Propheten Jeremia seinem Volk vor: Bin ich nur ein Gott, der den Menschen nahe ist? Oder bin ich nicht auch ein Gott, der fern ist? Jeremia Ja, Gott stellt sich hier vor durch den Mund des Propheten Jeremia eben als ein Gott, der nicht immer nur der liebe Gott ist, den wir uns wünschen, der es uns gut gehen lässt, der uns alles Böse vom Leib hält, sondern auch ein Gott, der uns immer mal wieder seinen Zorn und seine Wut spüren lässt. Jeremia, der hatte damals den Auftrag, die Menschen vor dem Zorn Gottes zu warnen. Und vor seinem Gericht, er kritisiert die Abkehr des Volkes von seinem Gott. Viele, die wandten sich damals den Göttern der Nachbarvölker zu. Die Könige ließen Tempel für diese Götter errichten und die Menschen gingen dorthin, opferten diesen Göttern und beteten ihre Abbilder an. Doch Jeremia fand mit seinem Ruf zur Umkehr kein Gehör. Die Israeliten schlugen seine Warnungen in den Wind und so mussten sie dann die Folgen ihres Ungehorsams gegenüber Gott hart spüren und erfahren. Gott ließ es zu, dass die Großmacht Babylon über das kleine Israel herfiel, die Hauptstadt Jerusalem und den Tempel Gottes zerstörte und den Großteil der Bevölkerung in die Verbannung nach Babylon entführte. Der Zorn Gottes entlud sich über seinem Volk. Den zornigen, den richtenden, den fernen Gott, den mögen wir alle nicht, damals wie heute nicht. Der passt so gar nicht in unser Bild, das wir uns von Gott zurechtgelegt haben. Wir wünschen uns Gott doch als liebenden, barmherzigen Vater,
der uns immer unsere Schuld vergibt, der immer für uns da ist, der uns vor allem Bösen bewahrt, der alle unsere Bitten erfüllt und machtvoll gegen die Ungerechtigkeit in der Welt vorgeht. Ja, und wenn er nicht unseren Vorstellungen entspricht, dann wenden wir uns enttäuscht von ihm ab und kehren ihm den Rücken. So wie der Senior, den ich dieser Tage zum Geburtstag besucht habe und der mir dann ganz lapidar erklärte, an Gott glaube ich schon lange nicht mehr. Wenn der diesen Putin einfach so gewähren lässt und gegen diesen Krieg nichts unternimmt, wenn der einfach so viele unschuldige Menschen sterben lässt, dann gibt's ihn entweder gar nicht oder ich will jedenfalls nichts mit ihm zu tun haben. Da wird Gott verantwortlich gemacht für das, was Menschen mit ihrem Größenwahn und ihrer Machtbesessenheit anrichten. Oder wenn uns eine Krankheit trifft, dann fragen wir, womit habe ich das verdient? Wie kann Gott das zulassen? Er ist doch schließlich für unser Wohlergehen verantwortlich. Für mich zeigt so eine Gottesvorstellung einfach unsere Entfremdung vom Gott der Bibel. Wir haben uns unseren eigenen Gott zurechtgezimmert und sind in dieser Hinsicht ja eigentlich nicht besser als das Volk Israel zu Zeiten Jeremias. Doch der Prophet, der warnt eindringlich vor einer Verharmlosung der Realität Gottes, vor einer verkürzten und einseitigen Darstellung. Und er nimmt hier auch besonders die Verkündiger des Wortes Gottes in die Pflicht. Jeremia sagt ganz klar, wer immer nur vom lieben Gott redet, der ist ein Lügner, ein falscher Prophet, einer, der die Menschen verführen will, der ihnen nach dem Mund redet und das sagt, was sie hören wollen, der sich so beliebt machen will, aber nicht Gottes Wort predigt. Ihr werdet in Frieden und Sicherheit leben und es wird kein Unheil über euch kommen. Ja, wer möchte das nicht hören? Aber es gibt eben auch den Zornigen, den fernen Gott, der uns fremd und unbegreiflich erscheint. Jeremia hat Gott so erfahren, dass er auch in Distanz zu seinen Menschen gehen kann, dass er sich zurückziehen kann und fern sein kann, dass er seinem Volk das Gericht nicht erspart. Und auch Jesus musste die Erfahrung der Gottesferne machen, als er am Kreuz hängend die Not seiner Seele hinausschrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und den Zorn Gottes für uns ertragen hat. Doch auch der Ferne, der fremde und unbegreifliche Gott ist immer ein liebender Gott. Gottesferne und Liebe sind keine Gegensätze, die sich ausschließen. Wie ja auch die Liebe zwischen zwei Menschen, sie nicht zu ständiger Harmonie verpflichtet, zu ständiger Nähe, zur permanenten Schonung, gegenseitigen Schonung. Eine Liebe, die lebendig ist, die entwickelt in sich auch die Kraft zur Distanz, zur helfenden Kritik, zur Korrektur. Wie ja auch Eltern ihren Kindern eben gerade aus Liebe nicht immer alles durchgehen lassen, sondern ihnen Grenzen aufzeigen, sie auch mal zurechtweisen und vielleicht auch mal richtig zornig sind. So ist es auch mit Gottes Liebe. Der Gott, der die Liebe in Person ist, der kann dennoch Zorn empfinden. Der Gott, der verspricht, uns nahe zu sein, kann dennoch fern sein. Denn Gottes Liebe will nicht nur trösten und bestätigen, sie will uns verändern. Und jede Erfahrung mit dem fernen Gott ist eine Einladung zur Umkehr. Die Einladung, diesem Gott eben nicht den Rücken zu kehren und sich von ihm enttäuscht abzuwenden, sondern umzukehren und sich jetzt erst recht in die geöffneten Arme Gottes zu flüchten und seine Nähe zu suchen.
den nahen Gott im fernen Gott suchen. Ein wunderbares Beispiel dafür ist der Mann Hiob im Alten Testament. Hiob war ein sehr frommer Mann, doch Gott hat ihn hart auf die Probe gestellt. Hiob wurde schwer krank. Er verlor alle seine Kinder, seine Söhne und Töchter starben ihm weg. Er verlor seinen gesamten Besitz, sodass ihm nichts als das nackte Leben blieb. Hiobs Frau und seine Freunde sagten zu ihm: Sage dich von Gott los, verfluche ihn, dass er dich sterben lässt. Was hast du denn schließlich von einem Gott, der dich nur leiden lässt? Aber Hiob hält an Gott fest. Wer könnte ihm denn sonst helfen in seiner Not? Er sucht den nahen Gott im fernen, unbegreiflichen Gott. Haben wir Gutes von Gott empfangen, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Und er darf erfahren, dass Gott sich ihm wieder zuwendet, dass Gott ihn nie verlassen hat und sein Vertrauen belohnt. Hiob bekommt alles zurück, was er verloren hat. Und bestimmt kennen ja viele von Ihnen auch die bewegende Lebensgeschichte von Philipp Mickenbecker, der mit 16 Jahren an Krebs erkrankte und mit 23 Jahren nach unsäglichem Leiden an seiner Krankheit starb. Sein tiefer Glaube, der durch die Erkrankung nur noch an Tiefe gewonnen hat, der hat die Menschen sehr bewegt. Und viele kamen durch Philipps Zeugnis zum Glauben an Gott und an Jesus Christus. Philipp konnte seine Krankheit sogar als Segen sehen, denn so konnte er viele Menschen mit Gott und Jesus bekannt machen. Gott lädt uns ein, umzukehren von unseren festgefahrenen Vorstellungen, die wir uns von ihm machen, und ihn, den nahen und liebenden Gott, zu erfahren, auch in allem, was wir nicht verstehen, wo er uns fremd erscheint. Nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe trennen. Sie ist und bleibt uns gewiss. Dafür hat Jesus sein Leben gelassen und den Zorn Gottes am eigenen Leib ertragen, damit wir uns der uneingeschränkten Liebe und Nähe Gottes gewiss sein können. Wir dürfen immer wieder neu umkehren in die offenen Arme Gottes, die uns Geborgenheit und Heimat schenken wollen. Wir haben einen Gott, der uns manchmal fern, fremd und geheimnisvoll ist, der uns aber nie verlässt und dessen Liebe zu uns nie aufhört. Amen. Wir wollen einen Augenblick der Stille halten. Und jetzt singen wir miteinander das Lied: Kommt, atmet auf, ihr sollt leben.
wollen beten, bitte stehen Sie dazu auf. Guter Gott, uns oft so fern und unbegreiflich und doch ganz nah, wir danken dir, dass deine Liebe uns nie verlässt, dass deine Arme immer für uns offen sind. Gott, lass uns in allem, was du uns auferlegst, an Schwerem und Unverständlichem, an dir festhalten und deine Nähe suchen. Lass uns darin deine Einladung zur Umkehr vernehmen, Trost und Kraft bei dir suchen und uns nicht enttäuscht von dir abwenden. Lass uns vor allem auch erkennen, was durch unsere eigene Schuld verdorben ist, wo wir durch Gier und Lieblosigkeit anderen Schaden zufügen, und hilf uns, dafür Verantwortung zu übernehmen. Gott, dir befehlen wir alle, die sich mit ihrem Gottesbild selbst im Weg stehen, alle, die sich von dir verlassen und enttäuscht fühlen und den Glauben an dich aufgegeben haben. Gott, der du in Jesus Christus hereingekommen bist in unsere Gottferne, unsere Einsamkeit, unser Leiden und unseren Tod, sei nahe allen Kranken, Leidenden und Sterbenden. Tröste die Trauernden und schenke ihnen neue Zuversicht. Behüte die um ihres Glaubens willen Verfolgten und alle, die ihre Heimat verlassen müssen. Lass sie Heimat und Geborgenheit finden bei dir. Gott, speise die Hungernden in aller Welt und stille die Sehnsucht derer, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und Frieden. Gib der Welt deinen himmlischen Frieden, den wir Menschen uns nicht geben können. Gieße ihn aus in unsere Herzen, über unsere Familien und Gemeinden, über Völker und Machthaber, die gegeneinander Krieg führen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Ja, an Gemeindeinformationen soll ich nur noch weitergeben. Der Gottesdienst am nächsten Sonntag, lautet das Thema befreit vom Umgang mit Gott, wenn ich ihn nicht verstehe. Eigentlich eine nahtlose Anknüpfung an das Thema heute, also eine bestimmt prima Fortsetzung, schon heute die Einladung dazu, einfach wiederzukommen. Sonntag 10, der etwas andere Gottesdienst am nächsten Sonntag. Und alles andere steht auf diesem wunderbaren Gemeindezettel, dem Sie dann alle anderen Veranstaltungen entnehmen können. Und jetzt singen wir nochmal, ja, oder Sie kommen zuerst noch geschwind, genau. Sie möchten auch noch eine kleine Ansage machen, Entschuldigung. Wir haben jetzt heute 3 Kinder gesegnet und nach dem Gottesdienst gibt es da hinten die Möglichkeit, für jeden sich segnen zu lassen oder für sich beten zu lassen. Da steht eine Kerze hinten und da darf gerne jeder nach hinten kommen, der möchte. Vielen Dank für dieses wunderschöne Angebot. Und jetzt singen wir wirklich noch unser letztes Lied. Jesus Christus segne dich, Jesus bewahre dich. Thank you.
wünsche Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Sonntag, besonders Ihnen, liebe Tauffamilien, Familie Schultheiß, Familie Klapper, noch ein wunderschönes Fest heute. Geht hinein in diesen Tag und in die neue Woche im Frieden Gottes und mit seinem Segen. Bitte stehen Sie dazu noch mal auf. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir und seiner Welt seinen himmlischen Frieden. Amen. Amen.